Hallo, da sind wir wieder, Pepa und Kitte. Wir sind hier noch bei diesen unfreundlichen Leuten, die wir nicht so richtig einordnen können. Ja. Ja. Aber sie müssen wohl was verstecken, weil sie so seltsam sind, ja. Tja. Ich bin im Dienst, Spectre. Ich sollte nicht mit Ihnen reden. Allein schon, ich sollte nicht mit Ihnen reden. Ja, ja. Die haben nicht gern Besuch, habe ich den Eindruck. Nee, die haben was zu verstecken. Also in der Regel, wenn die nicht gerne Besuch haben, haben sie meistens auch irgendwas, was sie verstecken. So, das sieht irgendwie so alles so gemütlich aus hier. Naja, es sieht auch gemütlich aus, wenn da niemand sitzt. Ja. Ja. Es ist irgendwie gemütlicher, wenn sie da alle sitzen und was machen und Kaffee trinken dabei und so weiter. So, Gianna Parsini. Brutale Betonarchitektur. Ah, da ist sie ja, die Gianna. Wie kann ich Ihnen helfen? Fragen wir sie mal durch. Erzählen Sie mir von den Firmen, die auf Noveria operieren. Wir haben Labors an mehr als 250 Hightech-Firmen vermietet. Die meisten Aktien halten Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus, Binhex und SynIQ. Aha. Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus? Ihre Wachen arbeiten für SAFE, nicht wahr? Die Direktoren bekommen einen Rabatt bei der Sicherheit. Elanus entwickelt auch tödliche und nicht tödliche Waffen. Aha. Binhex? Binhex? Ist das eine Genetikfirma? Binhex ist Marktführer auf den Gebieten Genetik und Biotechnologie. Sie sind allerdings nicht sehr oft in den Medien. Sie erforschen größtenteils Biotikmodifikationen. Das verärgert viele Technikfeinde, organisch orientierte und fundamentalistische Gruppen. Aha. Und SynIQ? War SynIQ nicht neulich in den Nachrichten? Das ist eines der vier vom Zitadellrat lizenzierten Unternehmen, die künstliche Intelligenz entwickeln. Das führt zu vielen Protesten. Aber kein Demonstrant konnte je unsere Sicherheit durchbrechen. Darum investieren sie auch hier. Aha. Wie groß sind die Laboranlagen hier? Wir haben in den Bergen 17 Forschungskomplexe errichtet. Jeder versorgt sich selbst und beherbergt mehrere hundert Angestellte. Aha. Und dann müssen wir noch wissen, wo Anolis ist. Von dem brauchen wir ja einen Pass, um rauszukommen. Ich möchte mit Anolis reden. Einen Moment bitte. Mr. Anolis? Ja, was? Commander Shepard möchte Sie sehen, Sir. Gut, okay, kommen Sie rein. Aha. Na, kommen wir mal rein. Ach, der ist geradeaus. Na, dann müssen wir irgendwie hier um diese Wand drumherum. Ja. Und da ist er ja schon. Ach, wieder einer von der Sorte. Hallo. Die haben sogar keinen Humor. Sie werden verzeihen, Humor, dass ich nicht aufstehe. Ich habe keine Zeit, Weltraumvagabunden zu unterhalten. So. Offenbar haben Sie meine Dienstakte gelesen. Nur ein Narr lässt sich auf Verhandlungen ein, ohne den Geschäftspartner zu kennen. Dieser Empfang ist reine Höflichkeit. Ich werde nur so weit kooperieren, wie es die Direktoren verlangen. Unternehmen kommen hierher, um vor dem galaktischen Gesetz nicht aufzufallen. So, so. Wollen Sie damit sagen, dass Sie keine Sicherheitsprotokolle haben? Das ist lächerlich. Denken Sie, eine auf Profit besonnene Firma würde in Bezug auf Verluste keine Vorkehrungen treffen? Hier haben die Projektleiter das Sagen, keine wichtigtuerischen Politiker. Aha. Ja. Machen Sie Geschäfte mit Saren? Agent Saren, einer Ihrer Spectre-Kameraden? Er ist einer der Hauptinvestoren von Binhex, einer Grundfeste von Noveria. Mhm. Aha. Gut zu wissen. Ich hörte, dass eine Asari-Matriarchin hier sei. Benesia? Sie traf vor einigen Tagen ein, zusammen mit einer Eskorte und etwas Frachtgut. Jetzt ist sie auf Gipfel 15. Aha. Was für Frachtgut? Darf ich Ihnen was können sagen? Sie mir über Ihr Frachtgut erzählen? Groß, schwer und versiegelt. Es hat den Waffenscanner passiert. Alles andere geht uns nichts an. Aha. Und Eskorte? Was meinen Sie mit Eskorte? Das versteht sich doch von selbst. Leibwächter, die ihre Person schützen. Hauptsächlich Asari-Soldaten. Soldaten?
Seltsam, dass sie das nicht stört. Sie haben alle Bestimmungen beachtet. Ich hatte keinen Grund, Lady Benesia zu verbieten, sie mitzunehmen. Tja, wahrscheinlich alles Biotika, hä? Ja, anzunehmen. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Gipfel 15 ist eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Aha. Und warum ist sie hier? Was hat sie hierher geführt? Wenn ich es wüsste, dürfte ich es Ihnen nicht sagen. Sie kam als Agent Sarens Vollstreckerin hierher. Sie ist im Auftrag von Binhex hier. Es gab Probleme auf Gipfel 15, um die sich Saren kümmern muss. Aha. Ja, du musst sie sehen, klar. Ich muss sie sofort sehen. Das geht leider nicht. Hat Gipfel schon mal 15 gesagt. Ist ja, eine private Einrichtung in den Skadi-Bergen. Außerdem tobt dort gerade ein Schneesturm. Die Shuttles können nicht fliegen und alle Wege sind unpassierbar. Ja, da wollte ich nochmal hin. Genau. Dann fahren wir. Ja, haben Sie Wege gesagt? Unpassierbar, sagte ich. Die Straßen sind nicht zum Reisen geeignet. Machen Sie es nicht schwerer, als es ist, Shepard. Soll er seinen Dickkopf behalten, Shepard? Wir finden bestimmt jemand anderen, der uns helfen kann. Aha. Das glaube ich auch. Zurück zu meinen anderen Fragen. Jede Minute meiner Zeit, die Sie verschwenden, kostet die Firma 12 Credits. Meine Buchführung ist auf Zack. Also Opal bat mich zu schmuggeln, machen wir nicht. Nee. Okay, dann sagen wir erstmal auf. Ich habe momentan keine weiteren Fragen. Gut. Ich erhielt in der Zwischenzeit ein Dutzend dringende Nachrichten. Ist ja schon gut, dass du so wichtig bist, Kleiner. Das haben wir gemerkt. Ja. Ich würde sagen, wir gehen mal. Ja. Dann müssen wir mal fragen, von wem wir noch einen Pass kriegen können. Mr. Anlays ist nicht der Einzige, der einen Pass zum Verlassen von Han Shan hat. Aha. Sie haben noch nie für ein Unternehmen gearbeitet, was, Commander? Bürokratie kann man nicht mit Gewalt bezwingen. Nee. Ja, okay. Oder was schlagen Sie vor? Okay. Ja. Was würden Sie tun? Reden Sie mit Lorik Keen. Den finden Sie an der Hotelbar. Mehr kann ich nicht sagen. Nicht in Hörweite von Mr. Anolais. Ist klar, danke. Aha. Okay. Lorik. Hat sie ja schon gesagt, wo er ist? Aber ich kann sie da trotzdem... Laboranlagen, ja. Weiß ich nicht. Ja, klar, kannst du ja machen. Aber ich glaube nicht, dass er dir viel sagen wird. Erzählen Sie mir von den Firmen, die auf Noveria operieren. Wir haben Labors an mehr als 250 Hightech-Firmen vermietet. Die meisten Aktien halten Schutz, Abwehr, Fürsorge, Elanus, Binhex und SynIQ. Okay, auf Wiedersehen. Ich habe Ihre Zeit genug in Anspruch genommen. Ganz und gar nicht, Spectre. Das ist schließlich mein Job. Naja, auf jeden Fall ist sie höflich. Ja, das hatte ich Ihnen ja schon gefragt und Sie erzählt da auch nichts anderes. Ich wollte nur hören, ob sie vielleicht andere Sachen erzählen kann. Genau. So, dann müssen wir mal gucken, ob keiner guckt. Fahrstuhl zum Hotel, na. Sofort. Auf Anhieb gefunden. Na gut, dann müssen wir sehen, wie wir da am besten hinkommen. Ist ja etwas im Zickzack. Organisiert hier. Hier oder da? Da ist nix. Passt du? Ja, das scheint der richtige zu sein. Dann fahren wir mal ins Hotel. Ja, Lori. Entschuldigung, ich würde gern kurz mit Ihnen reden. Wer ist das, wer da sagte? Irgendjemand? Sie hier. Ach, Sie. Der Mann an der Hotelbar. Sein Name ist Rafael Vargas und er ist Handelsvertreter bei Binhex. Ich möchte, dass Sie mit ihm reden.
Aha. Und warum? Wissen Sie, wer ich bin? Jeder hier weiß, wer Sie sind, Witzbold. Darum sind Sie ja auch ideal für den Job. Sie sind eine bekannte Größe. Jedenfalls wird Vargas das denken. Er wird annehmen, dass Sie hier sind, um die schmutzige Wäsche der Firma zu untersuchen. Und genau das wird ihn von Ihren, meinen wahren Absichten ablenken. Hä? Warum geht das denn? Das will ich aber schon mal gern wissen. Ja. Er ist doch gleich da vorn. Warum reden Sie nicht selbst mit ihm? Ich wünschte, ich könnte es. Aber ich hab's mir schon selbst versaut. Er hat gemerkt, dass ich keine echte Käuferin bin. Ja. Keine echte Käuferin, also warum ich... Ich weiß rein gar nichts über Binhex. Worüber sollte ich mit Vargas reden? Ich repräsentiere den Aramali-Stadtrat auf Tessia. Unsere Stadt ist bekannt für die Herstellung von biotischen Verstärkern. Wieso interessiert sich Ihre Stadt für Binhex? Die stellen keine Verstärkungen her. Die Arbeit von Binhex dreht sich zum großen Teil um Biotiken. Gerüchten zufolge hat sich der Noveria-Zweig auf Asari-Biotiken spezialisiert. Extrem starke Biotiken. Für das Militär, um genau zu sein. Wir wollen alle möglichen Risiken für Asari-Rechte einschätzen können. Sie sollen sich als Käufer vorstellen. Im Namen der Allianz oder der Spectres. Ihre militärischen Erweiterungsprogramme diskutieren. Ihre wahre Aufgabe ist es allerdings, ihn abzulenken. Ich werde Ihnen ein Gerät geben, mit dem Sie sich in sein persönliches drahtloses Netzwerk einklinken können. Es wird eine Reihe von Überwachungsviren hochladen, die dann Binhex infiltrieren, wenn er sich das nächste Mal in Ihr Intranet einloggt. Das dürfte illegal sein, hä? Glauben Sie, diese Uniform sei nur Show? Meine Aufgabe ist es, das Gesetz zu schützen, nicht es zu brechen. Glauben Sie, dass sich Binhex an alle Gesetze hält? Dass Sie keine anderen Firmen ausspionieren? Das ist keine Entschuldigung. Nee. Was Sie möglicherweise woanders machen, rechtfertigt nicht, was ich hier gegen Sie unternehme. In Ordnung, Spectre. Ich verschwinde dann mal. Tschüss. Vorbildlich, plus 8. Aber das hätten wir jetzt nicht einfach so machen können. Also, das stimmt schon. Obwohl es natürlich... Hallo, Herr Lorik. Guten Tag. Setzen Sie sich und trinken Sie was. Was kann ich für Sie tun? Bist du Lorik Keen? Sind Sie Lorik Keen? Ich hörte, dass Sie mir vielleicht helfen können. Sie sind der Spectre, der eben ankam, nicht wahr? Wie kann ein alter Turianer wie ich Ihnen denn helfen? Oh, können wir ja verraten. Ich muss in die Garage, um an andere Orte zu gelangen. Sie brauchen einen Pass. Was für ein Zufall. Ich bin der Leiter des hiesigen Büros von Synar-Q. Zumindest im Moment. Mr. Anoleis hat mein Büro geschlossen. Er behauptet, Berichten über meine Korruption nachzugehen. Der Administrator ist ein interessanter Mann. Er ist ziemlich reich geworden, seitdem er die direkte Kontrolle über die Mieten hat. Ein interessanter Zufall. Da gibt es wohl einen Zusammenhang. Allerdings... Ich habe Beweise für Anoulets Machenschaften. Er heuerte Schläger an, die in meinem Büro danach suchten. Ich vermute, dass ihr Ziel außerhalb dieses Raumhafens liegt. Mr. Anoulets hätte was dagegen, sie umherstreifen zu lassen. Wenn Sie mir die Beweise aus meinem Büro holen, erhalten Sie meinen Garagenpass und einige Credits. Das klingt gut. Ja, das klingt gut. Wir müssen es ja machen. Klingt nach einem fairen Handel. Es könnte erforderlich sein, gewaltsam gegen Mr. Anoleis Schläger vorzugehen. Mitglieder des Sicherheitsteams von Hanshan haben mein Büro durchsucht. Er bezahlt sie insgeheim. Miss Matsu weiß nichts von dieser Nebenbeschäftigung. Aha. Tja. Ich werde mich darauf konzentrieren, Ihnen die Beweise zu liefern. Wenn ich Glück habe, muss ich gegen niemanden kämpfen. Großartig. Hier ist mein Zugangspass fürs Büro. Er aktiviert den Fahrstuhl. Die Beweise sind in meinem Bürocomputer. Die OSD enthält einen Zugangscode, mit dem Sie darauf zugreifen können. Stecken Sie sie ins Laufwerk, der Rest geschieht automatisch. Und vermeiden Sie Blutflecken auf dem Teppich, ja? Na gut. Ja gut, wenn's denn sein wir muss. Versuchen. Ja. Und wer sagt uns, wie man da hinkommt? Na, irgendwie ein Aufzug, irgendwas. Mal gucken. Also hier ist auf jeden Fall, was ist das hier?
Nee, Fahrstuhl zum Hotel. Das ist ja nicht das Hotel, oder? Das ist ja... Wir sind ja im Hotel. Ja, eben. Na ja, da werden wir erstmal wieder runterfahren müssen, nehme ich an. Könnte sein. Wir fahren mal runter. Ja. Wir haben ja sonst nichts zu tun und ich fahre so gern Fahrstuhl. Jo. Obwohl, es ist kein Stuhl drin und kein Fahrstuhlführer. Ja, der Stuhl fehlt. Ich weiß gar nicht, warum es überhaupt Fahrstuhl heißt, wenn da kein Stuhl ist. Tja, man könnte ja auch Aufzug sagen. Ja, stimmt, es heißt ja auch Aufzug. Tja, jetzt gucken wir doch mal, ob es irgendwo einen Fahrstuhl gibt, ja, oder einen Aufzug. Unser Ziel auf jeden Fall. Ob irgendwo unser Ziel. Also Garage. Hier ist die Garage. Ach, guck mal, unser Marco steht unser auch schon hier, genau, in der Garage. Das ist doch nett. So. So, dann haben wir hier... Ah, Syn IQ ist hier der Fahrstuhl. Na gut. Ich bin heute richtig gut im auf Anhieb finden, ne? Ja. Aha, da müssen wir ein bisschen weiträumig, ja, ja, weil direkt geht das nicht. Klar. Wenn es so direkt geht, dann hast du ja mal so... Ein bisschen muss das Spiel ja eigentlich auch so in die Länge gezogen werden, stimmt? Aha, Sicherheit. Aber bisher macht es mir noch Spaß. Also. Jo. Mal gucken. Nein, hier noch nicht. Dann noch ein Stückchen weiter. Wo kommst du jetzt hin? Ist das der richtige Weg? Ach, wie heißt der? Lili Hirax. Hallo, Lili Hirax. Und das hier sieht aber so aus wie eine Garage eigentlich. Ja. Spectre, was? Ja. Ja. Was? Sie sind der Spectre, der eben ankam, ja? Sie fallen auf. Liegt wohl an den Waffen. Ich war früher Techniker beim Militär. Außer Mahekos Leuten sind hier alle bei irgendeiner Firma. Sie sitzen rum und trinken teures Wasser. Was kann ich heute für Sie tun? Ja, gibt's, können wir mal fragen, nach lokalen Neuigkeiten. Sie scheinen ein Ohr für Neuigkeiten zu haben. Was ist denn hier so los? Da waren die Probleme auf Gipfel 15. Anoleis hat den IQ schließen lassen. Und eine Matriarchin kam vorbei. Venezia. Wissen Sie, wo die Matriarchin jetzt ist? Suchen Sie sie? Sie flog mit einem Shuttle zu Gipfel 15, bevor der Kontakt abbrach. Aha. Das ist eigentlich eher beunruhigend. Was für Probleme gibt es auf Gipfel 15? Keine Ahnung. Da tobt ein Schneesturm, aber das passiert öfter. Die Satellitenverbindung brach sonst nie ab. 15 hatte schon immer einen lausigen Ruf. Niemand redet darüber, was da oben vor sich geht. Aha. Und jeder, der hingeschickt wird, kommt viel stiller zurück. Das klingt so, nicht gut. So. Ja. Was machen Sie hier? Ich bin der Chefmechaniker von Han Shan. Nennen Sie mich Lee. Menschen haben Probleme, meinen ganzen Namen auszusprechen. Ich habe ein Team von 12 Mann und halte die Shuttles am Laufen. Aha. Na gut, wir müssen die Station verlassen. Wie kann ich in die Garage gelangen? Sie brauchen einen Pass. Anoleis oder die Manager können Ihnen einen geben, wenn Sie sich bei denen einschleimen. Wir haben einen, oder? Vielleicht können Sie mir Ihren borgen. Sicher. Wenn ich meinen Job verlieren und bis in alle Ewigkeit verklagt werden will. Die Karten werden von der Sicherheit überwacht. Ach so. Nein, wir wollen nicht ins Unglück stürzen. Na gut. Dann auch wiedersehen. Ich muss gehen. Ich bin hier, falls Sie was brauchen. Ja, danke für die Informationen, die wir jetzt erhalten haben. Aber aha. Also hier geht es wohl dann zur Garage. Da oben ist die Garage, aber da wollen wir jetzt ja noch nicht. Nee. Wir wollen ja ins Büro von... wie heißt es nochmal? Keine Ahnung. Irgendwas mit... Mit Q. Mit Q? Oh mein Gott, das ist ja schlimm. Das ist auch noch so ein toller Buchstabe. Oh.
Wir können ja mal auch ins Tagebuch gucken. Ja, das ist mir jetzt abgebrochen. Lorikin. Syn IQ. Ja. Und da müssen wir den Computer suchen und die Dateien runterladen. Genau. Na gut, dann... ich sollte vielleicht mal ein bisschen speichern, ne? Wäre gut. Wir wollen ja nicht alles normal machen müssen. Stehen bleiben, also. Handschuhensicherheit. Dieses Büro ist geschlossen. So. Was geht hier vor sich? Genau. Was machen Sie in diesem Büro? Anordnung des Administrators. Gegen Lorikin wird ermittelt. Das wissen wir, aber ihr seid illegal hier. Ja. Anolais bezahlt Sie, um hier alles zu durchwühlen. Weiß Captain Matsuo, dass Sie hier sind? Hey, ich bin nicht hinter Keen her. Anolais kann diesen Keen auf den Tod nicht ausstehen. Wie wäre es mit Folgendem? Sie tun so, als hätten Sie uns nicht gesehen und wir sahen Sie nicht. Gut. Na gut. Warum macht ihr das jetzt? Naja, hier sind ja noch diese Schläger. Ah ja, hier sind ja die anderen noch, die da rumlaufen. Ja, auf jeden Fall ist schon mal weg. Der ist weg. So. Aber es wird ja wohl nicht der Einzige sein, oder? Ja, da oben. Guck, guck. Und die sind ja hier ganz im Schwimmen. Ne? Ich gehe mal im Uhrzeigersinn ja, hoch. Da oben. Und nicht viel Munition, ne? Ja. Die reißt wohl nicht ab, Gott sei Dank. Es ist ganz gut, dass wir hier... Hey, gucken, wo? Wir schießen gerade beide. Nicht auf Munition angewiesen sind. Gucken wir mal um die Ecke. Wo sind die weg, auf die sie geschossen haben? Schießen die jetzt einfach so durch die Wand? Ja, durch die Wand geht schlecht. Da, hier, da hinten, da hinten. Oh, ich hab mal was gehört. Hier. Ja. Gequält. Und der rote Punkt ist verschwunden. Halt. Hier, wo ist sie denn? Tali, was ist denn? Tali stöhnt doch immer. Rex stöhnt, Tali stöhnt. Ich weiß auch nicht, warum die immer stöhnen. Oh, hier kommen wir nicht rein. Hier kommen wir auch nicht rein. Das sind ja gemein. Oh, aber ja, hier können wir hacken. Das war aber easy. Ja, das war wirklich ein. Stand da. Hier, offen. Gucken wir doch mal. Technik-Kit? Ja, öffnen. Aha. Ja, wir nehmen alles mit. Klar. Können wir doch brauchen. Wir regen uns zwar über andere auf, die auch klauen, aber ich meine, wir sind wichtiger als die. Also wir sind ja die Guten. Ja, es war aber gerade mal so. Ja? Ja, das war ein bisschen knäpplig. Jo. Hast du noch was zu sagen hier? Nein. Na gut. Gehen wir weiter. Da draußen scheint es ordentlich zu schneien, ja. Ne? Du weißt gar nicht, wie lange wir schon spielen, weißt du das? Hm. Ja, 24 Minuten. Ah ja, gut. Ja, sehr gut. Da kann man nichts rausholen, na gut. Ah, guck mal, hier kommt ein Ausrufungszeichen ja, auf uns zu. Die Tür geht freiwillig auf. Ach so, das ist das Headquarter von Lorikins Computer. Von den sollen wir doch leeren. Genau. Beziehungsweise runterladen. Mhm. Ah. Es ging aber schnell, ne? Ja. Sind wohl hochkomprimiert. Sicherer Wandzell, mittelschwere Dechiffrierung.
Nein. Nicht so. Ah. Was tust du denn? Ja, ja, geschafft, Gott sei Dank. Eine Stufe aufgestiegen, immerhin. Na, ist doch nett. Ah, da sind Leute. Na, ich weiß nicht, ob da eine Waffe so... Oder warten die schon auf uns, um uns umzubringen? Kyle Sterling. Sie sollten nicht hier sein, Shepard. Sie haben einen Vorteil, Miss... Oh, jetzt wollen Sie mir Respekt erweisen. Ich bin Sergeant Kyra Sterling, Schutz, Abwehr, Fürsorge Elanus. Anolais würde Sie für das, was Sie hier getan haben, deportieren. Ich nicht. Wissen Sie, was man auf meiner Welt mit Kopfkillern macht? Sie sind außer Dienst hier und brechen das Gesetz, weil sie geschmiert wurden. Und wir sollen uns schlecht fühlen, weil wir sie aufhalten? Ich wollte nicht gegen Sie kämpfen. Sie haben zuerst geschossen. Ich brauche keine Waffe, um Sie in Stücke zu machen. Ich bin dran. Mach dich zuerst. Ja, ey. Sehr sicher. Der kommt. Ist das ein Overflow jetzt? Warte mal. Halt. Irgendwo schießt doch noch jemand. Guck mal, wo schießt jemand? Hinter dem, aber wie denn? Wo denn? Da ist er. Kannst du das in jedem schießen? Ja. Na, dahinter ist er wohl gut versteckt. Ja, seine Schilde sind gerade wieder hochgefahren. Sitzt so ruhig. Da müsste doch irgendwo die Leiche von der komischen Frau rumliegen. Ja, die Leichen werden hier ziemlich schnell entsorgt. Aha. Tali, die läuft mir immer in die Schussbahn. Naja, aber sie schießt. Mann. Du musst halt ein paar Schritte dahin. Ja, von hier aus kann ich ihn ja nicht treffen. Naja, aber du kannst ihn jetzt ja treffen. Da ist er doch, so deutlich. Oder so. Gewesen. Ja, schießt. Ja, guter Schuss. Ja, das, und da unten ist aber nicht sind noch zwei. Obwohl, es kann ja auch sein, dass die blöde Kuh denen gesagt hat, ihr seid schlimm und sie müssen euch umbringen, weil und so weiter. Naja, sie war wohl die Vorgesetzte, ja, von denen. Da ist mal noch jemand, guck. Tut mir leid, aber wenn ihr mich erschießen wollt, dann erschieße ich lieber euch. So, aber die Frau muss irgendwie abgehauen sein oder irgendwas. Da ist ich habe ihre irgendwo Leiche nicht gesehen. Was ist denn da unten? Eine abgeschlossene Kiste. Und da ist was? Da ist doch was. Hast du gesehen? Da um der Ecke? Ja. Ja, guck. Oh. Sieht doch glatt zweimal schießen. Entsichert und geladen. Aha, jetzt kommen die Nächsten. Wo sind die? Meinst du, wenn wir hier fertig sind, gibt es keinen mehr, der lebt? Außer vielleicht, wir werden wahrscheinlich noch leben. Na gut. Ja, wo ist denn unsere Freundin, unsere andere? Da oben wahrscheinlich irgendwo. Tali ist hier. Los. Komm, ich habe sie gerufen. Mal sehen, ob sie wirklich kommt.
Naja, auf jeden Fall sieht sie gesund aus. Die hängt immer noch da hinten rum. Ja, dann müssen wir sie wohl einfangen. Ja. Na, Mann, manchmal geht er nicht. Ja. Ich weiß auch nicht, manchmal bleibt er einfach hängen. Okay, was ist hier auf dem Boden? Das explodiert. Das war, ja, das Feuereindämmungssystem geht in die Luft. Ja, hier ist ja niemand mehr. Oder? Was ist das? Eine Computerkonsole. Bericht über vermisste Person. Zu Händen Administrator Anolis. Ein Mann namens Gareth sucht nach Informationen über den Aufenthaltsort einer unserer Frachter. Er glaubt, dass das Schiff seines Bruders auf der Reise durch das Strenuus-System von Piraten angegriffen worden sein könnte. Untersuchung läuft. Aha. Tagebuch. Da sollen wir uns wohl dann herum kümmern. Mhm. Können wir ja gucken. Noveria, Gipfel 15, Lorikin, verlassen und Giftangriff. Achso, das ist die Mission, ja. Vermisste Person? Ja. Genau, Gareth. Ja, ist ein Auftrag geworden. Ja, genau. Na gut. Und dann werden wir mal die Daten nächstes Mal zurückbringen. Genau. Für heute haben wir fertig. Genau. Okay, bis dann. Bis dann. Tschüss. Ciao.